Man should not rule over man. Let knowledge rule again. The Book of Light, Book of Books, and Savior of Mankind. Aum. Herzlich willkommen zum Schicksal der Pornostars. Und wir wollen hier mal definieren, warum Porno so attraktiv ist und warum es aber auch zum Elend führen kann. Um das zu verstehen, braucht man das Buch des Lichts, meine Lieben. Da muss man unterscheiden können zwischen Selbst und Nicht-Selbst, zwischen der Wesenheit und Anatta. Wenn die Wesenheit sich viele Leben lang identifiziert mit dem Körper, mit den Sinnesfreuden und so weiter, wie wir das ja alle tun, mehr oder weniger, wenn sie aber total daraufhin abfährt, zum Beispiel auf sexuelle Orgasmen, immer mehr in die Richtung, was dann irgendwann zu Perversion führt, dann übernimmt das Anatta, das Nicht-Selbst, die Beilegung, übernimmt. Der Hüter der Schwelle sagt, ich will mehr. Und die Wesenheit gibt nach, aber irgendwann einmal sagt die Wesenheit, ich will das nicht mehr. Und weil sie keine andere Möglichkeit zur Überwindung des Hüters fühlt oder hat, vor allem weil sie natürlich nicht die Lehre des Buches des Lichts hat, bringt sie sich selbst um. Sie bringt das um, was sie nicht ist. Sie zerstört den Hüter. Der Hüter will die Pornografie, der Hüter will die Gewalt, der Hüter will den Mord, der Hüter will dies und jenes. Wir haben ihm ja oft genug nachgegeben. Zum Beispiel, mal weg vom Porno, ein übergewichtiger Mensch, der ansonsten ganz lieb und nett ist, aber er hat dem Hüter erlaubt, sich vollzufressen. Und dem Hüter gefällt das. Der will fressen, bis die Form platzt. Die Wesenheit aber erkennt plötzlich, das wollte ich ja gar nicht. Oder ich wollte das, aber ich kann es nicht zügeln, ich kann es nicht beherrschen oder was auch immer. Jetzt beginnt der Kampf. Der Entzug vom Essen, vom Trinken, von diesem und von jenem. Meine Lieben, ohne Buch des Lichts geht das nicht. Heute wollen wir uns mal befassen mit dem Schicksal von Pornostars und wie der Hüter sein Recht verlangt. Sein Recht verlangt, meine Lieben. Also schauen wir mal. Zum Beispiel gab es da einen Porno-Shooting-Star, August Ames. Das war eine Frau. Sie starb mit 23 Jahren in ihrer Wohnung in Kalifornien, USA. Man konnte zunächst keine Fremdeinwirkung feststellen. Also sind Freunde vom Suizid ausgegangen. Das war eine gebürtige Polin. Die hat gesagt, sie will nicht mit homosexuellen Darstellern drehen. Das führte zu einem Shitstorm auf dem Internet, auf Twitter. Da hat sie gesagt, ich will nicht mit homosexuellen Sex haben. Die Gefahr einer HIV-Infektion ist zu groß. Außerdem hat sie in einem Interview noch bekannt, an Depressionen zu leiden. Meine Lieben, jede Form von Depression, ob es jetzt Porno ist, ob es Saufen, Fressen, dies und das und jenes ist, ja, hat immer damit zu tun, dass man spürt, wie man die Macht über den Hüter verliert. Man merkt, wie sich seine Macht immer weiter ausbreitet. Man kann nichts dagegen tun. Ja, man hat sich ja in die Situation begeben und so lernt der Mensch. Solche Menschen werden übrigens im nächsten Leben mit organischen Fehlfunktionen wiedergeboren und müssen dort, wo sie übertrieben haben, jetzt ein bisschen kürzer treten. Also dieser Pornostar ist mit 23 Jahren gestorben. Ja? Die hat 270 Filme gedreht. Ja, die wurde sogar ausgezeichnet, meine Lieben. Der Hüter wurde ausgezeichnet. Der Hüter. Bin ich ein Moralprediger? Ich bin kein Heiliger. Ich reflektiere nur alle Ereignisse mit dem Spiegel des Buchs des Lichts. Vor diesem Spiegel steht ihr. Und da erkennt ihr, was ihr nicht seid, womit ihr euch aber abgegeben habt, womit ihr euch identifiziert habt. Diese Frau, die da gestorben ist, die wurde ausgezeichnet für ihr Schaffen als Pornodarstellerin. Ja, seid ihr denn mit dem Klammerbeutel gepudert? Und der Ehemann, überlegt das mal, gesagt, sie war die freundlichste Person, die ich je kannte. Und sie bedeutete alles für mich. Ja, und ich füge hinzu, und im Himmel ist Jahrmarkt. Im Himmel ist Jahrmarkt, mein Lieben.
Wem will der eigentlich was vormachen, ja? Man sagt, der Job ist knallhart, der Druck ist enorm. Diese Leute, die das Sex vor der Kamera machen, die sehnen sich nach Ruhm, nach Anerkennung, nach schnellem Geld. Aber sie reduzieren sich auf die Rolle eines Sexobjekts. Und damit übernimmt der Hüter die Kontrolle über das Leben desjenigen, der dem Hüter nachgibt. Ja, oder man wird das Opfer von Sexfantasien von perversen Mördern. Also so ein schöner Beruf kann Pornodarsteller auch nicht sein. Wir haben es zu tun mit Mord, mit Selbstmord, Drogen, Alkohol, tödlichem Schönheitswahn. Daran sterben die meisten Pornodarsteller. Und die Selbstmordquote unter den Pornodarstellern ist sehr hoch. Viele von denen sind sehr jung. Wir hören von Caroline Wosnitzer. Die hat sich Sexy Cora genannt. Die hat sogar im Big Brother House mitgemacht und hat als Popsängerin eine Karriere gestartet. Mit 15 hat dieses arme Mädchen angefangen, eine gebürtige Berlinerin, Geld mit ihrem Körper zu machen. Die wurde zur Miss Arschgeweih gekürt. Mit 18 hatte sie die erste Brustvergrößerung. Mit 23 Jahren die fünfte. Meine Lieben, es gibt heute mal Teenager, die mit 15 sich schon von den Eltern zum Geburtstag eine Schönheitschirurgie schenken lassen. Diese Frau, so wird berichtet, war eine zierliche Frau. Die starb dann an einer Hirnlähmung. Manche Pornodarsteller sterben nackt und geknebelt. Ja, genauso wie das, was sie verkaufen auf ihrer YouTube-Show. Zum Beispiel ist da die Kanadierin Taylor Summers. Das war ein Fetischstar. Die wurde berühmt durch Fesselsex. Meine Lieben, ich berichte die ganze Zeit über Anatar. Ich berichte die ganze Zeit über den Hüter der Schwelle. Schaut euch mal ein Video an, der Hüter der Schwelle. Die hat sich fotografieren lassen und der Fotograf wurde so erregt durch diese Fesselungen und so weiter, da hat er mit einem Messer mehrmals auf die gefesselte Frau eingestochen. Der Fotograf war übrigens jemand, der ein abgeschlossenes Jurastudium hatte. Also doof war der nicht. Darum sage ich immer wieder, man sagt immer, Kinder sollen eine Ausbildung, eine Erziehung haben, eine Ausbildung zur Schule gehen. Na und? Die größten Verbrecher kommen von Universitäten. Entschuldigung, wenn ich das sage. Und diese Frau ist übrigens gestorben für einen Snuff-Film, den der Fotograf verkauft hat. In den Snuff-Filmen wird gezeigt, wie Frauen erstochen, vergewaltigt und auch Männer und was auch ich immer alle. Live werden die wirklich erstochen. Und die Filme kosten dann Tausende von Euro oder Dollar. Was ist nun mit Pornodarstellern, die erfahren, dass sie nicht mehr gebraucht werden? Als so einer das erfahren hatte, da ist sein Anatar durchgedreht. Er hat sein Samurai-Schwert genommen und jemanden getötet. Zwei weitere schwer verletzt. Man hat ihn dann nach einer wilden Verfolgungsjagd, dieser Pornostar hat sich auf einen Felsvorsprung geflüchtet und hat gedroht, wenn ihr nicht weggeht, springe ich in die Tiefe. Und die Polizisten haben verhandelt und so weiter und so weiter. Und ein Dutzend Fotografen und Kameraleute haben das gefilmt. Na, da hatte er seine halbe Stunde des Ruhms oder mehr. Fernsehbilder haben gezeigt, wie dieser Pornostar, ich glaube, der hieß Hill, die Polizisten mit einem Schwert bedrohte. Und hat gesagt, nähert euch mir nicht. Da wollten die eine Elektroschockpistole. Wisst ihr, was das ist? Die hängt noch an so einem Faden dran. Dann kriegst du einen Schock ab. Wollten die abschießen oder haben abgeschossen, daneben geschossen, wie auch immer. Daraufhin hat sich dieser Mann, dieser Pornostar, in die Tiefe gestürzt und ist gestorben. Nun zu unseren lieben Freunden, den Japanern. Ich habe in Japan gelebt, habe auch dort Japanisch studiert. Da gibt es ja nur einiges zu berichten, ja? Da haben wir Nozomi Momoi. Das war ein Star, die hat in mehr als 100 Pornos gespielt. Perverses Schulmädchen, naja. Und wieder hat sie diese niedere Schwingung eingeholt. Die war mit einer Kollegin im Grünen und der Ausflug endete tödlich. Ihren Körper hat man verbrannt und wurde in einem Fluss gefunden. Der Mörder hatte mindestens 6-mal auf sie eingestochen und sie dann mit Benzin übergossen und angezündet. Meine Geliebten, wie lernt ein solcher Mensch? Ja, überlegt mal, eigentlich ist das wunderbar und es klingt seltsam, wenn ich euch das jetzt sage, was diesen Leuten passiert. Denn in ihrer kosmischen Mentalstruktur ist dieses Ereignis gespeichert.
und sie werden sich mehr und mehr hüten davor, irgendwann einmal mit diesen Dingen wieder zu tun zu haben. An einem Schulhof nehmen wir mal an, Zwillinge, reiche Eltern, alles in Ordnung, so sozial okay. Da kommt einer und bietet beiden Drogen an. Der eine sagt, oh, das versuche ich mal. Der andere sagt sofort, nee, mit mir nicht. Warum wohl? Wahrscheinlich hatte der andere, der abgelehnt hat, bereits eine negative Erfahrung damit, wenn ich in diesem Leben in einem davor. Da gibt es einen Mann, meine Lieben, dessen Penis war 30 Zentimeter lang. Naja, also, ich muss schon sagen, entsprechend kurz und heftig war sein Leben. Der wurde als Sexgott bekannt. Aber man sagt auch über ihn, wenn er vor der Kamera erscheinen soll, dann muss man ihm erstmal eine Linie Kokain von der Garderobe bis zum Set legen. Und dieser Drogenkonsum, meine Lieben, gerät natürlich für diesen armen Menschen außer Kontrolle. Der hatte Riesengagen, der war Millionär. Viele Pornostars und Millionäre bringen sich trotzdem um. Und der hat diese Tagesdosen, diese Gagen auch, dafür ausgegeben für Koks und Speed. Aber das Problem war, die Drogen seine sexuelle Potenz zerstörten. Der hat keine Erektion mehr bekommen. Was hat er gemacht? Er beging Einbrüche in Häusern, er brach Autos auf, hat auch als Drogenkurier sein Geld verdient. Und irgendwann einmal soll er in einen Vierfachmord im Drogenmilieu verwickelt gewesen sein. Meine Lieben, so lernt der Mensch. Und es ist ja so, dass dieser liebe Mensch, dieser Holmes, versuchte, von den Drogen wegzukommen, aber das war vergeblich. Ihm gelang der Wiedereinstieg trotzdem ins Pornogeschäft. Haben die gesagt, naja, wenn du keine Erektion bekommst, macht nichts, Hauptsache man sieht dich nackt. Später wurde bei ihm AIDS diagnostiziert. Bis kurz vor seinem Tod hat er, dann AIDS gestorben, hat er Sexfilme gedreht. Und der Rapperstar Mark Wahlberg hat in einem Retrofilm Boogie Nights die Geschichte von diesem armen Mann, von diesem Holmes, erzählt. Da hat er die Hauptrolle gespielt, der Mark Wahlberg. Aber was er nicht gezeigt hatte in dem Film, war das elende Ende dieses armen Menschen. Was passiert noch, meine Geliebten, mit Menschen, die sich, und darum handelt es sich ja hier, übermäßig mit ihrem Körper, mit dem Anatar, identifizieren? Da gibt es eine US-Amerikaner, Amber Rain. Die hat Erotikfilme ohne Ende gedreht. Nach 472 Erotikfilmen starb sie an einer Überdosis Kokain. Meine Lieben, ich habe auch einen Erotikfilm gedreht. Aber das habe ich ganz bewusst gemacht. Ich wollte zeigen, dass die wahre Liebe siegt. Schaut euch an, die Todesgöttin des Liebescamps. Ich habe da zwar keine Erotikszenen gemacht, aber das Camp war ein Sexcamp. Ich habe mich da rausgehalten, denn ich habe mich dann später verliebt, sagt die Geschichte, in die Tochter eines Politikers. Schauspielerin war Simone Brahmann. Und zum Schluss flog das ganze Schloss, das ganze Ding in die Luft und wir sind entkommen. Naja, meine Lieben, da habe ich natürlich auch ein bisschen auf den Verleiher gehört, der später gesagt hat, da sind nicht genügend Erotikszenen drin. Und dann hat er ein paar Szenen in Italien nachgedreht. Und hat so eigentlich meinen Film, der übrigens gezeigt wurde auf Arte gezeigt. Ja, ich wollte ihn eigentlich nicht ganz so erotisch machen, aber gut, dann hat er die Szenen da danach mit irgendjemand in Italien gedreht von dem Erotic Camp und sagt, das muss realer werden. Naja, ich habe leider ja gesagt. Was soll's? Dann gab es einen James Dean. Und gegen den hat diese Frau Vorwürfe erhoben, dieser Pornostar. Denn der hat sich so in seine Szene hineingedreht. Sie berichtete, dieser James Dean, also nicht der Schauspieler, sondern man hat den Namen natürlich nur geborgt, D-E-E-N und nicht D-E-A-N. Er nahm mich von hinten, sagt sie. Plötzlich schlug er mir zweimal ins Gesicht, während er noch in mir drin war. Der war so brutal, dass er mich verletzte. Alles war voll Blut. Es war so schlimm, dass wir nicht zu Ende drehen konnten. Und später, so schreibt sie, musste ich auch genäht werden. Nun waren 13 Pornodarstellerinnen, die den Dean angezeigt haben. Ja, dann legt euch doch nicht dahin. Haben gesagt, er hat uns missbraucht und vergewaltigt. Aber da sehen wir exemplarisch die Skrupellosigkeit der Sexindustrie. Naja, und da gibt es Pornodarsteller, die sagen, ich war auch mit der Lady Di zusammen. Und die hat auch alles genommen, was nicht schnell genug auf den Baum kam. Aber über diese Dinge wollen wir nicht reden. Meine Lieben, jeder
lebt sein Karma aus. Ja? So lernt der Mensch. Und wer ganz tief in den Sumpf eintaucht, der muss halt eine Weile daran verbringen. Das Buch des Lichts könnte uns alle vom Leiden erlösen. Nur das Buch des Lichts erklärt uns, wie ein Mensch überhaupt ein Pornostar werden kann. Das sind Menschen, die haben ein sehr nach unten gerichtetes und aufgestautes Kundalini. Und die oberen Chakren sind nicht alle geöffnet, sind nur zum Teil. Also bleibt dieser Druck unten und breitet sich immer mehr auf die Genitalregion aus und staut sich dort auf. Und darum muss er sich genau dort entladen. Und darum werden diese Menschen meist in nächsten Leben mit schlecht funktionierenden Genitalien geboren oder innerlich haben sie die Warnung erfahren oder sie verstehen, dass sie nicht mehr so sehr in diese sexuelle Falle tappen dürfen. Aber ohne sich ständig mit dem Buch des Lichts zu befassen, ohne das Studium wird es ihnen nicht gelingen, oder erst nach langen Inkarnationen, das Kundalini hochzuleiten in die höheren Chakren und sich dann mit ihrem göttlichen Selbst zu verbinden. So lernt der Mensch. Du bist Gott und du bist voll verantwortlich. Kein angeblich vollkommener Schöpfergott. Ehre sei dem Buch des Lichts. There's a power flowing from the sun across the universe. Can you feel it shining through your heart, touching your very self? Wants you to be. Let it touch you, let it set you free. Fire glow, open up windows of your heart. Kundalini, Kundalini, all you need to know is yourself, you shall reach the stars. But it wasn't true. Don't you know that it is deep, deep inside of you? Can't you see? Can't you see? Isn't anything else for you to know?
open up the windows of your heart. Kundalini, Kundalini, let the fire glow. Open up and don't be afraid to fall. Rahul.